Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir das Level 10 live in dein Bullet Journal malen. Dafür brauchst du natürlich zunächst einmal dein Bullet Journal. Bei mir ist das Scribbles That Matter. Dann die Stabilo Pens oder jeder andere natürlich, kannst du machen, wie du möchtest. Dann habe ich hier das Faber-Castell Bleistift-Set, das finde ich sehr praktisch, weil es Bleistifte in vielen verschiedenen Stärken gibt. Dann benötigst du unbedingt das Zirkelset oder irgendein Zirkelset, einfach ja, weil wir den Kreis vernünftig hinkriegen müssen. Und wie fast immer den Micron Fineliner. Der ist fast wirklich unersetzlich. Ja, und dann legen wir auch schon los mit unserem Level 10 Live. Ja, zunächst einmal nimmst du dein Bullet Journal, wie auch immer das aussehen mag, und nutzt dafür eine Doppelseite. Das ist ziemlich wichtig, weil der Level 10 Live Zirkel, der soll auch ziemlich groß sein. Aus dem Grund nehme ich hier eine Doppelseite. Selbst wenn er nicht 100% ordentlich sein soll, möchte ich doch, dass man erkennt, dass das ein Kreis ist. Und aus dem Grund nehme ich dann eben den Zirkel. Und du siehst schon, ich male das ziemlich groß. Ich möchte nämlich da noch einiges dran schreiben und auch ja neben den Kreis schreiben. Und deswegen denke ich, ist es ganz gut, wenn der ziemlich groß ist. Du kannst es natürlich auch ohne machen, aber ich nehme mir hier einmal das Geodreieck, um das so einigermaßen gerade hinzubekommen. Und zwar wird letztendlich der Kreis jetzt in 8 Tortenstücke eingeteilt. Das heißt, ja, ich brauche einen Strich in der Mitte, einen vertikal und dann jeden noch einmal geteilt. Also das heißt, ich kann das komplett mit der Hand machen, so Pi mal Daumen. Ich kann das aber natürlich auch in richtig schön machen, indem ich immer 45 Grad Stücke abteile. Ja, das bleibt natürlich komplett dir überlassen, deswegen habe ich das auch nicht im Materialbedarf erwähnt. Also du kannst ein Geodreieck benutzen, aber du musst es natürlich gar nicht, weil wie gesagt im Bullet Journal soll ja alles ein bisschen von Hand gemalt sein und aus dem Grund ja, genügt es auch völlig, wenn du eben kein Geodreieck benutzt. Level 10 Live
Kreis habe ich mir jetzt 8 verschiedene Bereiche meines Lebens ausgesucht, von denen ich meine, dass ich sie verbessern muss. Und die genau schreibe ich jetzt um den Kreis herum. Da musst du natürlich ja, so ein bisschen schätzen, ne, wie viel Platz du rechts und links noch frei hast, damit das immer relativ mittig ist. Einfach, ja. Dann sieht es meiner Meinung nach am besten aus. Aber du kannst es ja auch ganz anders machen. Ne? Also ich versuche mich hier an so einer Kalligrafie-Schrift. Das finde ich ganz schön. Und ja, ziehe die Wörter ziemlich lang und auch ein bisschen verschnörkelt und schreibe die oben auf meinen Kreis. Jedem Bereich weise ich jetzt eine Farbe zu. Das ist eigentlich ziemlich beliebig, aber naja, jeder hat ja so seine Farben für irgendetwas im Kopf und so mache ich das eben auch. Aber du kannst natürlich die Farbe nehmen, die dir am besten gefällt und die male ich jetzt rechts und links neben das Wort. Ja, auf diese Weise bekommen die Routinen ein hellblau. Und das kommt einmal links neben das Wort und einmal rechts neben das Wort. Das ist mehr oder weniger so ein kleiner Balken, eigentlich nur so ein bisschen ja, angemalt, ne? So ein bisschen gestrichelt hier. Soweit ist unser Level 10 Life Circle jetzt fertig. Nun muss das natürlich auch noch in die Mitte. Also Level 10 Life hätte ich da gerne. Das Problem, was ich jetzt habe, oder das kleine Problem, ist,
dass ich hier die Striche reingemacht habe, aber ich habe mir überlegt, dass ich das dick ausmale mit Schwarz, sodass das richtig schön rauskommt. Ich male aber wie immer mit Bleistift vor, sodass ich das im Notfall ja nochmal korrigieren kann. So, jetzt nehme ich den Mikron Fineliner und ziehe einmal alles nach, weil Level und Live soll ja nicht so dick sein wie 10. Ja, 10 wird ja gleich ausgemalt, damit das richtig schön rauskommt. Das steht ja auch in der Mitte. Und deswegen male ich das jetzt erstmal mit einem Mikron Fineliner, das ist 0,8, also auch nicht ganz so dünn, nach. Kannst du hier noch ganz deutlich meine Bleistiftstriche sehen, aber wie gesagt, Bleistiftstriche, das ist das Gute daran, jetzt kann ich erstmal alles wegradieren und das mache ich auch, weil ich möchte nicht, dass man das gleich in dem Ausgemalten noch sieht und schon gar nicht in dem dünn geschriebenen Level und Live. Deswegen also einmal alles wegradieren, was da überflüssig ist. Thank you.
wenn du soweit fertig bist, dann schätzt du mit jeder Farbe, also mit jedem, ja, jedes Kuchenstück ein. Ne? Also hier habe ich jetzt zum Beispiel Meditation. Jetzt mache ich da, entscheide ich, wie viele Striche ich dahin mache, abhängig davon, wie oft ich meditiere. Und naja, dann sieht man schnell, ob man das noch verbessern kann oder eben nicht. Ne? Weil wenn ich nur 3 oder 4 Striche habe, klar, bis zu 10 ist da dann noch Luft nach oben. Also so gehst du jeden Bereich durch und schätzt den ein, wie weit du dich da entwickelt hast und wie weit du dich da noch entwickeln willst. Also alle Punkte, die du da hinschreibst, sollen ja letztendlich auf Level 10 kommen, ne? Und deswegen müssen da 10 Striche Platz haben, also musst du da, ja, ungefähr die Hälfte sind dann 5, ne? Also musst du ein bisschen abschätzen. Du kannst dir theoretisch natürlich mit dem Bleistift auch Striche abmalen, dass du immer genau weißt, bis wohin du das machen willst, aber ich finde das eigentlich ganz hübsch, wenn das nicht so 100%ig ordentlich ist, ne? Denk immer dran, du bist ja im Bullet Journal. Sobald ich jetzt meine Einschätzung vorgenommen habe und ja, die Striche in mein Level 10 Life Circle eingefügt habe, beginne ich damit, neben die jeweiligen Kuchenstücke sozusagen aufzuschreiben, was ich denn da besser machen kann, um mich da zu verbessern. Also zum Beispiel bei Entwicklung würde ich sagen, ich könnte mehr Podcasts hören und mehr Hörbücher, weil dadurch kann man ja nun mal lernen. Also würde ich das daneben schreiben.
du kannst natürlich alles daneben schreiben. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Also alles, was für dich in Ordnung ist, alles, was für dich richtig ist, gehört daneben, wie du meinst, dass du dich verbessern kannst oder dass, wie du dein neues Ziel erreichen kannst. Ich bin hier auch ein bisschen vage. Ich schreibe hier eine neue Fähigkeit lernen. Viel besser wäre es, eine ganz konkrete Fähigkeit aufzuschreiben. Also je konkreter du bist, desto besser ist es. Also wenn ich zum Beispiel bei Beziehungen hinschreibe, meine Freunde öfter anrufen, dann sollte ich besser hinschreiben, welche Freunde ich denn öfter anrufen möchte. Also je konkreter, desto besser und desto einfacher ist ein Ziel auch zu erreichen und vor allen Dingen zu überprüfen, ob du dein Ziel erreicht hast. Damit ist mein Level 10 Life Circle auch schon fertig. Und du siehst, das sieht schon recht wild aus. Und ich kann natürlich immer noch mehr einfügen und noch mehr daneben schreiben, wie auch immer. Also hier siehst du noch einmal alles ohne etwas daneben geschrieben. Das ist natürlich auch erstmal in Ordnung. Aber besser ist natürlich, wenn du immer konkrete Ziele direkt neben deine Tortenstücke schreibst. Also neben deine Entwicklungsbereiche. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du malst dir auch einen Level 10 Life Circle in dein Bullet Journal. Wenn dem so ist, würde ich mich darüber freuen, wenn du unten einen Kommentar hinterlässt, uns einen Daumen nach oben gibst und unseren Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Video. Tschüss!